So. Einmal voll tanken, bitte. Es ist echt teuer, ne? Also so eine LKW-Tankfüllung, wenn jemanden kennt, da einen Tankgutschein zu schenken, wenn da ein LKW fährt, das wird teuer. Tankgutscheine. Das ist eh so ein schönes Geschenk, ne? So. Feststellbremse lösen, ne? Ach, da wartet schon der Nächste. Wir fahren ja schon, Kumpel. Wir fahren ja schon. Was war denn jetzt? Was hat es uns jetzt? Achso, ja. Tankrechnung natürlich bezahlt. Kommt da gerade was? Nee. Ah, schön frei, schön. Da kann man gleich mit Schwung, muss man nicht anhalten. Ist immer doof, wenn man auf dem Beschleunigungsstreifen dann irgendwie ja, weiterfahren muss, ne? Ah, Österreich. Wir kommen! Ah, ich mag das, wenn es da wieder bergiger wird, ne? Das ist eine schöne Strecke. Die Strecke gefällt mir wirklich sehr, auch wenn ja ganz schöne Kurven drin sind und das auf der Autobahn. Bin ich ja froh, also mit einer 80 kannst du ja fast gar nicht fahren, ey. Aber naja. Vor allem schön, wie die Sonne jetzt hinter den Bergen verschwindet. So Licht bräuchten wir vielleicht nicht unbedingt schon, aber ich habe es einfach mal angemacht, ist halt besser. Was kam da unten? Hat es mir gerade irgendwas gezeigt? Betrag? Minus? Wer weiß. Lalalalala. Es sind auch nur noch 300 Kilometer und da kommt schon wieder die nächste Mautstelle. Ist doch nicht wahr. Ich sollte mal nicht ganz so schnell hier langfahren. So. 61 Euro? Naja. Das darf dann alles mein Auftraggeber mitbezahlen. Kriegt das dann in Rechnung gestellt. So. Schalalala. Unser Wackelkapitän nickt auch immer. So. Ich sollte nicht so schnell fahren. In diesen Tunneln sind meistens immer Blitzer. Ich lasse mich mal ausrollen. So können wir das lassen von der Geschwindigkeit her. Innsbruck, Salzburg. Ah, okay. Wir müssen Richtung Salzburg abbiegen. Gut, ich habe jetzt ein bisschen zeitig geblinkt. Aber ist er zu zeitig anstatt zu spät, ne? Jetzt wird es auch langsam wieder dunkel. Dann sieht man dann von der Umgebung nicht mehr so viel schön, aber ist egal. Ah, Sonnenstrahlen. Ja, was ist denn hier? Stau. Ah, ist alles frei. Aber ich hatte ihn vielleicht bloß verrecken lassen. So, voll getankt und ausgeschlafen. Da können wir jetzt den Rest hier durchziehen ohne Ende. Sehr angenehm. Ach ja, la 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 la. Mal sehen, da werde ich dann... Na, vielleicht finde ich dann gleich noch einen Anschlussauftrag. Ich denke, wenn wir den abgeliefert haben, können wir schon noch ein Stück fahren. Immer wieder Pause machen müssen. Warte ich einfach mal. Bis es soweit ist. Bis es soweit ist. So weit ist.
Aufnahme geht schon wieder länger, als ich dachte oder wollte. Da werden das 2 Folgen. Die kommen aber in größeren Abständen, die Folgen, muss ich jetzt gleich sagen, weil, wie gesagt, nochmal in dieser Folge sage ich es auch nochmal. Das wechselt sich ein bisschen mit den Farming-Simulator-Folgen ab. Einfach der Zeit wegen, aber da das ja da keine storybasierten, zusammenhängenden großen Sachen sind, wo es halt wichtig ist, was ich in der letzten Folge gemacht habe, ist es ja nicht so schlimm. Es ist einfach nur so die, also einmal in der Woche versuche ich eine Landwirtschafts- bzw. ETS-Folge rauszubringen. Also entweder oder, nicht beides. Und die ist meistens dann dafür da, zum Entspannen. Ne? Könnt euch reinziehen. Und ja, so ist der Plan. Mal sehen, ob das so klappt oder nicht. Ich bin ja so eher der kleine Let's Player, ne? Hobby-Let's Player. Mit Zeitproblemen. Aber es macht mir halt trotzdem Spaß, deswegen mache ich es trotzdem. Außerdem möchte ich ja meine Aussprache verbessern, ne? Laut und deutlich reden ist hier von Vorteil. Und das klappt nicht immer. Ich habe nämlich auch festgestellt, je nachdem wie man drauf ist, also es gibt gute und es gibt schlechte Tage zum Aufnehmen. Und wenn man bei schlechten Tagen aufnimmt, dann ist auch die Aufnahme an sich nicht so schön und da muss man wirklich aufpassen. Muss ich jetzt eigentlich Spur wechseln? Ich muss Spur wechseln. Gefährlich. Aber ich hatte schon einen Seitenspiegel die ganze Zeit im Blick, ne? Und da konnte uns natürlich nichts entgehen. Ups, einfach mal Spur geschnitten. Ah, da war niemand da. Das war mit der Außenkamera gefährlich, ne? Ah, jetzt ist die Sonne bald weg. Wird's wieder eine gemütliche Nachtfahrt. Nachtfahrten finde ich allgemein in der Nachtfahren. Ist sehr gemütlich. Weiß nicht, warum mir das so gefällt. Ist eh ein Geständnis, ne? Mir machen Simulatoren Spaß, aber... Ich glaube, irgendwo jeder, der Elite Dangerous gerne spielt, in dem steckt auch irgendwo ganz unten ein verkehrtes Gen, was einen dazu bringt, dass einen Simulatoren Spaß machen. Also zumindest manche, ne? Also ist ja nicht so, dass ich jetzt automatisch alle Simulatoren schön finde. Aber irgendwie ETS und Farming Simulator, irgendwas ist da... Kann man nicht beschreiben, aber für alle, die das hier dann vielleicht regelmäßig angucken, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst genau, was ich meine. Ja. Das ist so ein schönes Spiel, da kann man die ganze Zeit plappern und brabbeln und seinen Senf dazugeben und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt für euch gut ist, weil das bedeutet, ich rede sehr viel, aber für mich ist es gut, weil ich kann viel Senf loswerden, wenn mir denn viel Senf einfällt. Meistens fällt mir viel Senf ein, wenn der Tag lang ist. Das ist halt das Problem. Hier müssen wir mal runterschalten. Leichter Anstieg, der hat uns gebremst. Ah, ja, müssen wir wieder nach rechts, okay. Machen wir das mal. Was war denn das für ein Geräusch? Weiß man nicht, man weiß es nicht. Ah, seht ihr da einen Seitenspiegel? Oh, dieser geile Sonnenuntergang. Das ist schon sehr romantisch. Erinnert mich immer ein bisschen an Urlaub, wenn ich das sehe. Sehr, sehr schön. Das ist halt auch eine schöne Strecke, ne? Sehr schöne Strecke. Italien, Österreich. Fetzt. Einfach nur eine schöne Gegend, kann man nicht anders sagen. Das sieht man immer, wenn ich jetzt, also ich selber fahre ja da manchmal in die Richtung, auch in den Urlaub, beziehungsweise noch weiter nach den Süden. Und manche stört das ja, wenn die lange Auto fahren müssen oder so, mir überhaupt nicht. Ich könnte ewig Auto fahren und dann die ganze Zeit, wie so ein Rentner bin ich da, da könnte ich die ganze Zeit Auto fahren und Umgebung anklotzen. Ich weiß noch, wo ich klein war und meine Eltern mich mit in Urlaub genommen haben und dann gesagt haben, sieh dir doch die schöne Umgebung an. Und ich bloß gedacht habe, wann sind wir da? Und jetzt bin ich alt und jetzt bin ich so alt, jetzt gefällt mir das. Jetzt fahre ich schon gern durch die Kante, also überhaupt fahre gern Auto. Und wenn ich dann halt in Urlaub fahre, dann macht mir das Fahren nichts aus, weil ich halt die ganze Zeit Umgebung angucken kann, ne? Das ist schon, naja, das kommt mit dem Alter, Leute, ich sag's euch. Das kommt mit dem Alter. Da ist es dann irgendwie so.
Zumindest bei manchen. Bei mir ist es so. Ich könnte ewig Auto fahren, die ganze Zeit gucken, bis man halt müde wird. Vor allen Dingen dann so ein bisschen in der Nacht fahren oder ganz zeitig früh fahren. Ach, das hat immer so typisches Urlaubsflair, keine Ahnung. Ich wechsle schon mal Spur, weil davon geht es, glaube ich, wieder ab. Oder? Ach nee, das scheint eine reguläre Abfahrt zu sein. Keine, die sich aufsplittet. Ich weiß... Nee, ist doch eine, ist doch eine. Okay, dann war es gut, dass ich gewechselt habe. Da passt es doch. Ich glaube, ich muss mal meinen Fuß irgendwie anders tun. Ah. Ah. Ah, jetzt wird er auch wieder durchblutet. Hm, schön. Blut in Gliedmaßen ist eh so eine gute Sache, ne? Obwohl, das klang jetzt irgendwie komisch. Naja. Ich meine, Extremitäten, in den Extremitäten, genau, sagen wir es mal so. Ja, oder? Ja, ich denke. Obwohl, es klang trotzdem noch komisch. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Müssen wir schon wieder Spur wechseln? Nützt ja nichts. Ah, gerade Strecke. Nee. So, können wir wieder wechseln. Ja. Also auch wieder mal ein Rastplatz, aber ich glaube, ich ziehe das jetzt noch durch, die letzten 100 Kilometer. Werde ich nicht nochmal anhalten. Wird auch mittlerweile ganz schön dunkel und ich werde ganz schön angestrahlt. Das ist, als ob man im Auto sitzt und die ganze Zeit vor einem jemand entgegenkommt, der einen mit Aufblendlicht entgegenkommt. Das ist sehr angenehm. Aber wenn ich zu wenig Beleuchtung habe, also ich müsste dann meine, ich nehme halt jetzt gerade das Tageslicht von draußen, ansonsten müsste ich halt das mit Lampen machen, weil ohne genug Licht würde ja der Greenscreen nicht funktionieren, zumindest schlecht funktionieren. Funktioniert eigentlich gerade, ja. Ah, es ist halt, was richtig geil aussieht, wenn man, wenn ihr mal nach durch die Alpen fahrt oder überhaupt irgendwo, wo so Berge sind, die Schnee oben drauf haben, wenn dann so richtig sternklarer Himmel ist und die ganzen Berge vom Mond angeschienen werden und das dann alles so leuchtet. Das ist auch wirklich geil. Also, finde ich zumindest. Sieht wirklich, wirklich schön aus. Muss ich sagen, muss ich es zugeben. Und irgendwie beschleicht mich gerade das Gefühl, dass ich nicht ganz sicher bin, ob ich meine Sprache gerade aufnehme. Sonst werde ich es vielleicht trotzdem online stellen und dann könnt ihr einfach nur meine blabbernde Gusche sehen und einfach mal nur Spielgeräusche sehen. Das wäre auch mal lustig. Ist vielleicht besser. Ja, keine Ahnung. So, jetzt sind wir bald da. Nur noch eine Stunde Fahrt. Jetzt sind wir zu Mitternacht da. Da gehe ich dann erstmal Mitternachtsimbiss suchen. Mal sehen. Mal sehen, was sich so finden lässt. Irgendwo eine schöne Raststätte suchen. Oder Kneipe. Hm, mal sehen. Also nur zum Essen. Getrunken wird noch nichts, weil ich mache nur erstmal dann kleine Essenspause und Stärkungspause. Mein Freund, ich muss links rüber. Lässt du mich raus oder was machst du? Bist du ein egoistischer Busfahrer oder bist du auch ein Laster? Nee, ist ein Bus. Ist ein Bus, danke. So. Zum Glück habe ich zeitig genug gebremst. Ach nee, das ist jetzt aber eine reguläre Abfahrt. Die splittet sich wieder nicht auf. Ich weiß aber nicht, woran ich das genau erkennen kann, dass das so ist. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Das denke ich, jetzt müssen wir ja eh bald von der Autobahn runter. Oh, da möchte jemand drauf. Aber du bist eh, wir sind gleich vorbei. Du kannst gleich rüber. Und ja, vorne geht es dann auch schon runter. Wird wirklich eine längere Folge. Also, was heißt längere Folge? Also... längere Aufnahmesession. Es werden das ja gleich zwei Folgen. Ich dachte, ich kann eine Folge in einen Auftrag reinpressen. Scheinbar nicht. Oh ja, unten müssen wir... Ich blende mal ein bisschen auf hier, man sieht ja gar nichts. Lassen wir den mal noch durch, ne? Mal aufblenden hier, man sieht das sonst gar nichts.
alles dünkel wie im Bärenarsch, um das mal fachgerecht auszudrücken. Ja, ist ja auch nur noch die letzten paar Kilometer Landstraße und dann sind wir ja schon da. Ich glaube, ich muss ja doch ein bisschen höhertourisch fahren, damit wir ja mal die Kurve schaffen und mal es schaffen, irgendwie zu beschleunigen, ne? Der ganze Anstieg hier. Ah. Wie war das eigentlich, wo wir hin müssen? Ah, ich hab schon wieder. Ah, ich muss. Es ist während der Fahrt zu schauen, ist sehr schwer für mich. Multitasking und so. Man hat nicht genug Finger, sag ich mal, oder Hände, um Controller dann mit einer Hand zu bedienen. Da muss man dann aufpassen, dass man nicht von der Strecke abkommt. Oh, hier ist schon nur noch eine 50. Ja, ich werde ja schon langsamer, langsamer. Jetzt kann man auch das Fernlicht ausmachen. Hier ist ja auch wieder Straßenbeleuchtung da, ne? Linz. Nach Linz sind wir gefahren. Okay. So, was ist denn jetzt hier auf der rechten Seite? Das habe ich noch nicht erforscht. Ah, neues Jobcenter. Da können wir da mal schauen, ob wir noch ein paar Leute finden. Aber ich bin eigentlich momentan ganz zufrieden mit meinen Leuten. Ah, hätte auch ein Stück Örgrün, Ergrün werden können. Ja, Örgrün, das Wort gibt es glaube ich nicht. So, hier vorne geht's dann gleich rein. Da können wir dann unsere Ware abliefern. So, wo müssen wir denn da jetzt hier hin? Ah, hier müssen wir abliefern. Ein bisschen so. Ah, ist so dunkel. Ich sehe gerade überhaupt nicht wirklich. Ich muss mal meinen Kopf raushalten. Alles klar. Und abkoppeln. Damit haben wir es geschafft. Na schön. Yay. Sieht ja gar nicht so schlecht aus auf unserem Konto. Ein bisschen Erfahrung gab es auch. So, na gut, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei wart bei Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir sehen uns vielleicht bei der nächsten Folge irgendwie irgendwann irgendwo wieder. Ob es hat euch ein bisschen gefallen, könnt ihr mal, lasst mal eine Meinung dazu da, was euch das so sagt. Na, und ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Evil Bob, macht's gut.